ich habe gesagt, von dem Motorrad mache ich kein Video. Wir haben einen schlimmen grauen Ende November, Freitagnachmittag. Und passend zu dem Grau habe ich eine schwarze Bic. Und da ist der Lack, sagen wir es mal ganz vorsichtig, nicht mehr so optimal. Das betrifft nicht nur den Lack am Schnabel, sondern auch leider den Lack am Rahmen und auch der Lack am Krümmer, der ist nämlich nicht mehr da. Und ich habe jetzt mal ohne Tanks eine Probefahrt gemacht und dann habe ich gedacht, dieses Video nenne ich das Video von dem Motorrad, von dem ich kein Video machen wollte. Und warum mache ich davon ein Video? Weil dieser Motor, dieser SR42 Motor, einfach mal wie die Hölle geht. Es ist unglaublich. Wir haben nämlich die Vergaser wieder mal in Ordnung gebracht. Da haben ein paar dran rumgepfuscht und wussten nicht, wie es geht. Und jetzt haben wir die Vergaser mit diesem Laser Produro und das Ding geht. Es ist unglaublich, es geht. Ich kann jetzt nichts über die Höchstgeschwindigkeit sagen, weil bin jetzt mit Arbeitsschuhen unterwegs, aber ich fahre heute sicher nicht 170 auf der Autobahn ohne Tanks und besonders ohne Kennzeichen. Also wir haben auch die Bremsen in Ordnung gebracht, damit, wenn das Ding jetzt geht, das wenigstens wieder stehen bleibt. Auch die Bremsen waren von Spezialisten überprüft worden und hatten... Ach, ich erzähl's lieber nicht. Das ist einfach... Nee, es ist... Ich begebe mich da nur in Gefahr. Apropos Lebensgefahr. Guck mal, was ich für euch für eine Lebensgefahr eingehe, wo ich meinen Soundcheck mache. Freilaufender Bulle. Hallo Bulle. Naja, ist gerade woanders. Also, der vielleicht liebt er ja auch Schnabeltiere. Zurück zum Thema. Also, warum machen wir das? Warum machen wir sowas? Weil wir keine Bics schlachten, sondern wir reparieren Bics. Das wollte ich bei der Gelegenheit, habe ich mir so überlegt, einfach mal loswerden. Und natürlich kann man dieses Motorrad, wenn man das möchte, auch nochmal retten. Da muss man nämlich die Farbe neu machen und sicher ist auch nochmal das ein oder andere Teil fällig. Aber technisch, so scheiße, wie sie jetzt aussieht, technisch ist die gar nicht so schlecht drauf. Und das ist eigentlich Suzuki. Das ist bei Suzuki so und besonders bei Nordic. Man muss nicht viel tun, um so ein Motorrad wieder zusammenzubringen. Man muss natürlich mehr tun, wenn man es auch optisch wieder perfekt haben will. Das ist richtig. Auf jeden Fall haben wir den Kai-Uwe seinem Wunsch entsprochen. Wir retten seine Bic. Was wir gemacht haben. Einen schönen